Lieber Mitbruder im Priesteramt, lieber Stefan, liebe Hörerfamilie, liebe Geschwister im Herrn, wenn wir in diese Welt heutzutage so hineinschauen, dann merken wir, dass es oft verschiedenste Meinungen gibt. Die einen denken, dies wäre der richtige Weg, und die anderen meinen, um Gottes Willen bloß nicht so, wir sollten es doch viel besser anders machen. Das geht schon in der Kirche los mit der Frage, was können wir tun, damit unsere Kirchen wieder gefüllt werden. Die einen schlagen den synodalen Weg vor, wieder andere meinen ganz anders darüber. Wenn wir in die Politik hineinschauen, ganz heftig, die Regierungspartei denkt komplett anders als die Opposition. Spaltung, Streit, Zwietracht, Meinungsverschiedenheiten, egal wo man da hinschaut. Doch Jesus wünscht etwas ganz anderes. Wir dürfen nämlich in diesen Tagen der Pfingstnovene, das sogenannte hohe priesterliche Gebet im Evangelium, hören. Im Johannesevangelium 17. Kapitel können Sie es in der Bibel nachschlagen. Und in diesem Gebet hebt der Herr die Augen zum Himmel und betet für die Menschen, für diese Welt, um Einheit. Alle sollen eins sein. Und dieses Gebet, das der Herr an den Vater richtet, das gibt uns einen Hinweis, was wir tun können, wie wir mitarbeiten können an der Einheit aller Herzen der Menschen auf dieser Welt. Johannes 17, Vers 22. Wir haben es heute eben gehört. Da betet Jesus: Vater, ich gebe den Menschen die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, damit alle eins sind wie wir. Das entscheidende Wort an dieser Bibelstelle ist also Herrlichkeit. Herrlichkeit ist wohl der Weg zur Einheit aller Menschen. Herrlichkeit. Es gibt gar keine exakte Definition, dass man sagen könnte, hier oder da oder so ist die Herrlichkeit beschaffen. Herrlichkeit meint einfach den ganzen Glanz, die ganze Schönheit, die ganze Pracht des Himmels. Denken wir an Mose, als er vom Berg Gottes herunterstieg, nachdem er die Gesetzestafeln bekommen hatte, war er so von Herrlichkeit umstrahlt, dass es so sehr leuchtete, dass die Menschen entweder zu Boden gestürzt sind, auf die Knie gefallen sind oder sich verhüllt haben oder gar Mose sich verhüllen musste, weil die Herrlichkeit des Himmels so gewaltig war. Das ist das, was Jesus möchte, dass alle Menschen von der Herrlichkeit des Himmels durchdrungen sind. Und wenn das geschehen ist, dann wird die Einheit der Herzen gewährt werden, dann wird sie geschenkt sein. Also, liebe Geschwister im Herrn, dürfen wir alles daran setzen, dass diese Herrlichkeit sich auf dieser Welt ausbreitet. Ich habe von der Mutterkirche gelernt, was wir tun können, diese Herrlichkeit geschenkt zu bekommen. Denn vorgestern, am Dienstag der 7. Osterwoche, gab es ein Tagesgebet zu Beginn der Messe. Ein Tagesgebet, das uns den Schlüssel zeigt, wie diese Herrlichkeit sich in uns und auf der Welt ausbreiten kann. Ich darf euch und Ihnen dieses Tagesgebet von vorgestern einmal vorlesen. Da lautet es wie folgt. Die Mutterkirche also betet da mit uns allen. Allmächtiger und barmherziger Gott, sende den Heiligen Geist auf uns herab. Er, der Heilige Geist also, wohne
in uns und mache uns zum Tempel seiner Herrlichkeit. Darum bitten wir und so weiter. Er wohne in uns und mache uns zum Tempel seiner Herrlichkeit. Also sollten wir alles daran setzen, dass der Heilige Geist immer mehr in uns Wohnung nimmt. Sicherlich wohnt er seit der Taufe und seit der Firmung noch mehr in uns. Aber der Heilige Geist liebt es, da wir in der Freiheit leben, eingeladen zu werden. Der Heilige Geist wünscht sich, dass wir Sehnsucht nach ihm haben. Der Heilige Geist wünscht sich, dass wir ihn ansprechen, eine Beziehung mit ihm führen, dass wir ihm erlauben, dass er in uns wirken kann. Und ich habe Ihnen 3 Bibelstellen mitgebracht, die uns helfen können, dass der Heilige Geist noch mehr in uns und in dieser Welt Wohnung nehmen kann. Denn nur wenn er das tut, kann die Herrlichkeit des Himmels und damit die Einheit aller Menschen geschenkt werden, wird sie sich auf dieser Welt verbreiten. Eine erste Bibelstelle, die ich Ihnen nennen darf, steht im Johannesevangelium, Kapitel 14, Vers 26. Ich zitiere: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Soweit die Heilige Schrift. Der Heilige Geist bewirkt also, dass er uns erinnert und uns alles lehrt. Für uns Katholiken ist das ganz klar auszulegen. Der Heilige Geist wirkt dann, wenn wir unseren Glauben auf Schrift und Tradition legen. Denn wir wissen selber, das Buch der Bibel kann bei weitem nicht alles fassen, so steht es geschrieben, was in diesem Buch der Bibel aufgeschrieben ist. Es gibt also noch mehr, was uns Gott offenbart hat an Glaubenswahrheiten, als wir es in der Bibel finden. Deshalb ist es so notwendig und heilsam, für die Herrlichkeit entscheidend wichtig, dass wir nicht nur die Heilige Schrift lesen und studieren, sondern dass jeder von uns einen Katechismus besitzt, den er am besten offen aufgeschlagen bei sich liegen hat. Und wenn wir die Bibel lesen und wenn wir die Tradition der Kirche studieren, also den Katechismus lesen und immer mehr uns von dieser Wahrheit durchdringen lassen, wird der Geist Gottes immer mehr in uns Fuß fassen und die Herrlichkeit wird immer mehr in uns einkehren. Eine zweite Stelle im Johannesevangelium Kapitel 20, Vers 21 und folgende. Da steht geschrieben, Jesus sagte zu seinen Aposteln, ich zitiere, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nachdem Jesus das gesagt hatte, hauchte er sie an und sprach zu ihnen, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr die Vergebung verweigert, klar, dem ist sie verweigert. Soweit das Wort Gottes. Der Geist weht also im Amt der Apostel. Das ist heute der Heilige Vater an der Spitze, als der Erste und dergleichen, dann alle Bischöfe und die Priester und ein wenig Anteil dürfen auch die Diakone haben. Diese Vollmachten Jesu Christi sind es, in denen der Heilige Geist zu wehen beginnt. Die Herrlichkeit Gottes entfaltet sich also dann, wenn wir die Sakramente der Kirche und das Handeln der Amtsträger uns schenken lassen. Die regelmäßige heilige Eucharistie, die tägliche, der regelmäßige Empfang der heiligen Beichte, am besten monatlich, wie die Madonna von Fatima sagt, der priesterliche Segen, die Krankensalbung, all die Sakramente der Kirche sind es, in denen der Heilige Geist weht. Die Sakramente der Kirche sind es,
die uns immer mehr hineinnehmen in diese Herrlichkeit. Und noch eine letzte kurze Bibelstelle, Epheser 5, 18 und folgende. In Epheser 5 können wir Folgendes hören. Paulus spricht zu uns allen wie folgt. Lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Heilige Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn und sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen Jesu Christi, unseres Herrn. Soweit die Heilige Schrift. Liebe Geschwister im Herrn, der Heilige Geist weht also dort mächtig, wo wir anfangen, von ganzem Herzen dem himmlischen Vater im Namen Jesu Christi Loblieder zu singen, wie sie uns der Geist eingibt. Ja, es liegt ein großer Segen darauf, dass die Frucht der Lippen und der Zunge darin besteht, wie wir es im Hebräerbrief lesen, Gott zu loben, Gott zu preisen, Gott zu ehren, ihm zu singen, ihm zu spielen, ihm zu jauchzen, ihm ein Lied zu singen, ein Loblied. Und da weht der Heilige Geist mächtig. Ja, liebe Geschwister im Herrn, gehen wir diesen Weg der Herrlichkeit, indem wir die Glaubenswahrheit in der Kirche studieren, indem wir die Sakramente empfangen und indem wir gemeinsam stets ein Lied auf den Lippen haben, welches Gott lobt und preist. Und ich bin überzeugt, die Herrlichkeit Gottes wird diese Erde immer mehr erfüllen. Amen.